und natürlich ein Stück nach vorne gefahren habe, weil dann kann die schon mal in Ruhe weiterfahren. Ich glaube, dafür musste ich hier drüben hin, weil die von Städten ist und hier kann man auch Frachtdinge tun. Die Switchlist. Guck an, wir haben hier noch 54 Passagiere, die drauf warten, durch die Gegend zu fahren. Und die Waggons sind voll. Ich weiß nicht, wie das geht. Normalerweise müsste ich hier Dinge irgendwie draufstellen. Können, dann hätte ich eine Übersicht über Sachen, die zu tun sind. Ich weiß nur nicht, warum ich das im Moment nicht kann. Wobei, ich glaube, ich weiß es. Ich brauche eine Crew. Die nenne ich jetzt einfach Crew. Dann kann ich hier sagen, Switchlist. Die setze ich jetzt alle mal drauf. Hab hier die Übersicht der Switchlist. Für die Crew. Wenn ich jetzt hier hingehe, sag. Ich nenne die Crew jetzt einfach mal Noobs. Kann ich jetzt hier hingehen? Wir haben ja uns die Switchlist alles drauf. Switchlist Crew. Ach, das sind meine Preferences. Okay. Ich müsste Equipment designen. Wir probieren das gleich mal aus. Auch wenn ich aktuell alleine spiele, würde ich gerne die Funktion mal ausprobieren. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der ein bisschen weiter gefahren ist. Weil hier könnte ich sagen, Equipment, Operations, Train Crew. Die gehört den Loops. Switchlist Crew. Die Noobs haben jetzt das Equipment SR2 drin. Die Crew selber haben nichts. Hier kam gerade die Info, dass mein AI-Engineer in eine andere Richtung was anderes anguckt. Halten wir dich jetzt mal ganz kurz an. Springen kurz zu einem anderen Lok. Einmal springen. Und dann sind wir nämlich hier und sehen, all die Waggons müssen wieder zurück nach Hause. Deswegen habe ich die Lok hier rüber geschoben. Jetzt würde ich gerne Folgendes mal machen, um es auszuprobieren. Wir haben hier nämlich eine ganze Latte an Sachen, die weg müssen. Ist hier vorne irgendwas? Nein, die sind noch vollständig. Die wollen da bleiben, das ist fein. Wenn wir diese Lok hier jetzt der Crew zuweisen. Wir haben hier Switchlist Crew. Warum habe ich nur eine Switchlist? Ich kann den Crews auch lieben und nicht lieben. Joinen. Jetzt habe ich eine gesamte Switchlist hier. Ich weiß, woran es gelegen hat. Ich habe die Switchlist anhand dessen gefüllt, weil ich dieser Crew gejoint habe.
Und deswegen habe ich jetzt für meine Crew quasi diese Switchlist gefüllt und habe quasi gesagt, die Jobs übernehmen wir. Ist natürlich logisch. So, nicht zu so schnell. Rarums. Dings, hallo, in welche Richtung? So. Dings verbinden. Und dem sage ich jetzt Road Reverse. Fahr einfach in Ruhe 20. Und ich springe wieder hier rüber. Nein, Shift T. Steuerung T statt Shift. Ach, jetzt. Was hast du jetzt für ein Problem? Okay, mach was anders. Komm. Lass mal die KI das Ganze kurz hochfahren. Da habe ich wohl offensichtlich nicht genügend Gas gegeben. Das war wohl mein Problem. Weil ich diesen Hügel hier nicht gesehen habe. Ergibt Sinn. Währenddessen können wir hier die Switches schon mal, also die Weichen schon mal stellen. Ich muss da lang, ich muss hier lang. So. Abbremsen und dann geht es wieder rückwärts. So, erstmal genug Großstadt aus Familienhäusern gebaut. Ah, du hast die City Skylines geholt. Die Zweier warten nämlich an. Dann willkommen zurück in der realen Welt. Und falls du dir City Skylines 2 geholt hast, wie findest du es? Was ist deine Meinung? So, vor ein, zwei Wochen habe ich mir dann doch durchgerungen. Am Anfang bin ich schwer wieder reingekommen, aber inzwischen macht es mir doch wieder genug Spaß. Heißt das, du hast dir vor ein, zwei Wochen das Spiel erstmalig gekauft oder hast du dir vor ein, zwei Wochen das Spiel wieder zur Hand genommen, weil du schon vorher gekauft hast und dann festgestellt hast, oh, so ein Kack. Einiges ist gewöhnungsbedürftig, einige Sachen sind schwer steuerbar, aber an sich geht's langsam. Gekauft vor 2 Wochen. Ah, okay. Lass mal die Waggons hier stehen und rollen selber zurück. Zack. Angeliefert. Perfekt. Die Weiche hätte ich noch stellen sollen. Ah, gekauft vor 2 Wochen. Das heißt, du hast nicht den Initialrelease mitbekommen, sondern du hast jetzt den Stand jetzt erst mitbekommen. Okay. Weil ansonsten hätte ich dich gefragt, weil ich es zum Initialrelease gespielt habe, dann aber aufgrund dessen, dass ich darauf gewartet habe, dass die Mod-Support wirklich tatsächlich kommt, ohne dass ich umständlich über Dritt Mod-Launcher irgendwas installieren muss. Ja, das ist nicht so umständlich, aber ohne dass ich das tun muss,
Da wollte ich drauf, da warte ich im Moment drauf. Habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt. Und weil ich zu dem Zeitpunkt noch 15 andere Dinge mache, wie man ja sieht, zum Beispiel Railroader. Ja, das sind jetzt 2 Monate oder 1,5 Monate Unterschied zwischen Release City Skylines 2 und Railroader. Aber ich muss auch sagen, Railroader macht einen viel besseren Eindruck für das, was es tun soll, als City Skylines 2 zu Release für das, was es tun sollte. Das ist schade. Wäre natürlich toll, wenn der Mod-Support dann originär wäre, weil das dann auch einfacher macht, besonders wenn irgendwann die Assets kommen. Ja. Und da sollte es ja auch die Sache geben, dass man, was war's, da wollte Colossal Order, glaube ich, für alle gratis mehrere Assets rausgeben. Ich glaube, 5 oder 6 verschiedene zusätzliche Assets aus unterschiedlichen Weltteilen. Und darauf warte ich auch. So, hier verbinden wir mal die Bremsschläuche. Und wir müssen die Handbremsen lösen. Aber ich muss sagen, ich glaube spätestens, wenn die Assets dabei sind, ich glaube auch dann soll allerspätestens der Mod-Support für Dings kommen. Wie heißt's? Ja, der originäre Mod-Support, spätestens dann werde ich wahrscheinlich auch wieder damit anfangen, weiterzumachen. Im Moment habe ich mich einfach in zu viele andere Sachen reingespielt. Das Schlimme ist, ich habe ja immer noch 1200 Sachen, die ich eigentlich gerne onstream machen wollen würde, von denen ich euch zum Beispiel noch nie erzählt habe. Beispielsweise würde ich gerne mit euch zusammen Red Dead Redemption 2 spielen. Ich würde auch gerne mit euch Baldur's Gate 3 spielen. Red Dead Redemption 2 liegt schon seit ungefähr 2 Jahren in meiner Bibliothek rum und wartet darauf, endlich mal gespielt zu werden. Steam sagt mir auch die ganze Zeit, das ist das nächste Spiel, was du spielen musst und sollst und überhaupt. Und ich so, ja, will ich ja, aber wann? Dann gibt es da nochmal die Variante, dass ich doch mal gerne mit euch Space Engineers reingucken wollen würde. Dann gibt es da aktuell ja Factorio. Und so weiter und so fort. Also, oh, ich soll da vollständig abbremsen. Es gibt so viele tolle Sachen, in die ich gerne mit euch reingucken wollen würde. Und die ich gerne mit euch durchspielen wollen würde. Ich gehe mal ganz kurz hier hin, stelle diese Weiche, damit der andere Zug uns nicht das Gleisfeld belegt und auf einmal vor uns steht. RDR2 wird aber circa 100 Spielstunden nur Story. Sehr, sehr langes Projekt. Ja, es ist so. Aber ich möchte es gerne, wenn ich es dann spiele, mit euch zusammen entdecken. Ich habe es selber noch nie gespielt. Ich habe auch das RDR1 noch nie gespielt. Ich vermute mal, ich werde es dann anfangen, wenn GTA 6 rauskommt und alle Leute in GTA 6 sind und sagen so: Ja, der spielt RDR2. Ja, pff, ja, komm. Nostalgieprojekt. Bremsen. Da ist das Gleis zu Ende, da sollte ich nicht hinfahren. Aber bis dahin
kommen halt solche Sachen raus. GTA 3 exklusiv bei Set. Ja. Niemand anders spielt dieses Spiel jetzt. Oder nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, dann viel Spaß im Blog. Auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du weiterhin als Zuschauer erhalten bleibst. Ich wünsche dir noch einen guten Abend. Bis später. So. Wo ist das? Genau, hier vorne irgendwo. Perfekt. Dann bis dahin müssen wir die Waggons hochgeschoben haben. Plopp. Plopp. Und plopp. So. Machen das Ding zu. Das Ding zu. Zack, zack. Und fahren wieder zurück. Vier Waggons angestellt. Was mich jetzt gerade mal interessiert ist, wir sind hier auf Tier 2, no change. Tier 1, no change, okay. Die Contracts könnten wir theoretisch terminaten und wenn wir gut genug sind, schaffen wir irgendwann das Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. Jetzt muss ich mir überlegen, wo stelle ich diesen Waggon hin? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Weil rein theoretisch macht es Sinn, den irgendwo so hinzustellen, dass die andere Lok ihn quasi mit hinschieben kann, wo er hingehört. Weil die jetzt richtig kommt. Aber die hat den ganzen anderen Rattenschwanz natürlich dran, das ist doof. Aber ich denke, wir stellen ihn jetzt einfach dahin, wo er hingehört und dann ist auch wieder gut. So. Dafür müssen wir ihn erstmal hier wieder rausschieben. Stellen wir mal die Weichen hier. Na komm, zack. Dumm, 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 dumm. Bremse wieder. Zu lösen. Rückwärts und go. Wir werden jetzt hier einfach eine Runde hin und her rangieren und dann werden wir die Waggon da einstellen, wo er hingehört. Dann ist er jetzt auch aus dem Weg und wir haben Platz für die nächste Aktion. Was ich auch ganz gut finde. So. Da schauen wir uns mal vor. Wenn wir den Waggon weggestellt haben, können wir hier die Dings nehmen. Die können wir dann anschließend wieder zum Auffüllen abstellen. Und bis dahin sollte der andere Zug, denke ich, auch wieder hier sein. Es ist ganz gut, dass sie da
Den sollte ich noch schnell stellen. Ja, komm. Switchen.